Ja, hallo zusammen zu einem neuen Extra. Und heute geht es natürlich um den Dieselgipfel und das, was dabei herauskam, beziehungsweise, naja, herausgekommen kann man ja eigentlich nicht sprechen. Ja, vollmundig sind unsere Politiker da reingegangen in die ganze Diskussion beziehungsweise in diesen Dieselgipfel und was haben wir nicht alles gehört? Ja, und wir fordern kostenlose Nachrüstungen der Fahrzeuge und zwar hardwaremäßige. Die Software kann nur ein erster Schritt sein und die hardwaremäßige, da wollen wir eine Zusicherung erwirken und ja, wie auch immer. Rausgekommen ist nichts. Meiner Meinung nach nichts herausgekommen dabei. Außer Spesen nichts gewesen. Das war mal wieder eine Klüngelveranstaltung. Die haben sich wieder miteinander vertragen, aber letztendlich für die Leute, die betroffen sind in den Städten, wo diese Dieselfahrverbote drohen, hat dieser Dieselgipfel nichts, aber auch gar nichts gebracht. Ja, auf was hat man sich denn geeinigt? Man hat sich geeinigt auf ein freiwilliges Software-Update. Das ist schon mal die erste Farce, dass es ein freiwilliges Software-Update ist für 5 Millionen Dieselfahrzeuge, wobei die Hälfte davon schon alleine jetzt von VW die Fahrzeuge sind, die eh schon angeordnet sind, das Update zu machen. Tja, was soll man sagen? Ne? Also, es ist unglaublich, was für ein papierloser Tiger unsere Bundesregierung ist. Nein, papierlos heißt nicht, zahnlos. Was für ein zahnloser Tiger unsere Bundesregierung ist. Papierlos sind sie beim besten Willen nicht. Ja. Das heißt, das kleinste mögliche Instrument, das man umsetzen kann, das wird genommen. Das bedeutet jetzt, die Fahrzeuge werden bis Jahresende vermutlich werden eben einem freiwilligen Rückruf unterzogen. Das bedeutet aber auch, dass Leute es geben wird, die sich dieses Update, Software-Update nicht holen. So, was bewirkt dieses Software-Update? Und das haben sie so schön gesagt, 25-30% weniger Schadstoffemissionen. Das hört sich großspurig an. Aber wenn man sich anschaut, dass die meisten der betroffenen Fahrzeuge, die dieses Update kriegen sollen, mindestens den Grenzwert ums Fünffache überschreiten, ist das einfach zu wenig. Also, ja, der einzige Vorteil, was jetzt rausgekommen ist oder was jetzt da kommen soll, also das wirklich einzige, allereinzigste, ist, dass vereinbart wurde, dass keiner, der dieses Software-Update bekommt, einen Schaden davon tragen darf. Und das ist ein Punkt, der bei den ganzen Software-Updates, die VW bislang gemacht hat, eben nicht zugetroffen ist, denn man musste unterschreiben, dass man keine weiteren Maßnahmen gegen VW vornimmt, wenn man dieses Software-Update macht. Und das nach der Leseart oder nach dem, was jetzt da gestern vorgetragen wurde, ist das vom Tisch. Das ist aber auch das Einzige, was jetzt die Besitzer von diesen Dieselfahrzeugen betrifft, dass die zumindest dann trotzdem noch das Recht haben, zu klagen. Weil wir wissen ja alle, diese Software-Updates, also das ist wie gesagt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Also das wird nichts bringen. Und ja, lustig, der Seehofer, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz gesehen habt,
die dann am Schluss, Seehofer hat ja da gleich wieder zurückgerudert mit dem, was er irgendwann mal gesagt hat, dass er also da ausschließlich jetzt Prämien für neue Dieselfahrzeuge vergeben will. Er hat dann nochmal gesagt, ja natürlich sollen diese zusätzlichen Prämien auch für Elektrofahrzeuge gelten. Oder so eine Abwrackprämie, also das ist seine Intention, das zu machen. Ob das kommen wird, weiß man noch nicht. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die Politik tatsächlich davon ausgeht, dass heutige Euro 6 Fahrzeuge, die heute auf den Markt gehen, dass die dieses Problem mit den Abgasen nicht haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Deutsche Umwelthilfe hat alle aktuellen, oder ich weiß gar nicht, ob es alle sind, aber 75 aktuelle auf dem Markt, momentan verkaufte Euro 6 Diesel nachgemessen auf der Straße und nur 4 Fahrzeuge halten die Grenzwerte ein, auch auf der Straße. Das zeigt aber auch, dass es möglich ist. Also das ist ja gerade die Krux dabei. Also es gibt ja auch Diskussionen, die sagen, ja, die Grenzwerte sind viel zu hoch und das schaffen wir sowieso nicht. Nein, nein, es gibt Fahrzeuge, die halten die Grenzwerte ein. Und die sind, das ist dann von mir aus auch in Ordnung, wenn die dann weiterhin in die Städte fahren dürfen, weil die Grenzwerte einhalten. Aber 71 weitere Modelle halten sie nicht ein. Und dann zu fordern, dass man alte Diesel eben jetzt stilllegen soll oder halt eine Abwrackprämie oder was auch immer dann es geben soll, um dann einen neuen Diesel zu kaufen, der wieder die Abgaswerte nicht einhält, das ist doch eine Farce, oder? Also, ja. Oh, was habe ich gestern gesehen? Da gab es im Newsletter von der Zeit, wie haben sie es betitelt? Dieselbundesamt. Ne? Nicht Kraftfahrtbundesamt, sondern Dieselbundesamt haben sie jetzt dazu gesagt. Also, was wäre denn eigentlich sinnvoll? Ja, so gut, sie wollen auch noch den ÖPNV mit lächerlichen 200 Millionen Euro wollen sie den aufrüsten, also Entschuldigung, wollen sie unterstützen, dass die halt emissionsfreie Fahrzeuge jetzt dann kaufen für die Städte, 200 Millionen Euro, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Also, ja, gut, es ist ein Anfang, es ist besser wie nichts, aber der Gro, sage ich jetzt mal, der NOx-Emittoren, nennt man das so? Emittenten, glaube ich. Das sind halt nun mal die PKW, die Diesel-PKW. Und ein ganz geringer Anteil, ich glaube im einstelligen Prozentbereich, ist nur der ÖPNV. Und die LKW sind auch nur ein ganz geringer Anteil, denn der Unterschied zum PKW ist, dass beim LKW ja wir schon mal dieses Dieselgate hatten vor einigen Jahren und dass da die Abgasreinigung halt eben mit diesem AdBlue einigermaßen funktioniert. Und das Prekäre ist, ein aktueller LKW stößt ja weniger Schadstoffe aus als ein normaler PKW. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz sollte man die auch angehen. Also das ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, ja gut, die halten die Grenzwerte ein und gut ist und lassen wir sie weiterfahren. Nein, also auch Busse und LKW, ich meine, wir haben ja nicht nur die Abgasemissionen, wir haben ja da auch die Schallemissionen, was auch noch mit dazu beiträgt, das Klima in der Stadt eben so schlecht sein zu lassen. Ja. Ja, das sind so grob die Maßnahmen und Herr Hendricks hat sich noch hingestellt. Ja, und wir fordern eben die Möglichkeit, auch die alten Euro 5 Diesel mit der AdBlue-Technologie auszustatten. Und
dazu haben sie ja diesen, oder wollen sie einen Fonds gründen, wobei ich da schon wieder sage, ja super, ne? Die Hersteller vergeigen es, ich sag's jetzt mal vorsätzlich, weil das ist eigentlich jetzt das, was so dabei rauskommt, vergeigen es vorsätzlich und kriegen dann noch für, kriegen dann noch die, die Hälfte der Kosten, die die Nachrüstung der Fahrzeuge auf den tatsächlichen Wert eben dann auch noch bezahlt von der Regierung. Also Entschuldigung. Also das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, vorsätzlich einen Autounfall baue, wo ich ja normalerweise selber dann alle Kosten zu tragen habe. Und dann sagt die Regierung, oh ja, naja, die Hälfte kriegst du jetzt. Oder ich nehme eine Banküberfall und sage, naja, aber die Hälfte musst nicht zurückzahlen, weil die Hälfte kannst du ja behalten. Ist ja nicht so schlimm. Also so ungefähr kann man das jetzt sehen. Ne? Also das ist unglaublich, was da mit unseren Steuergeldern da so passiert. Wer zahlt es wieder? Wir zahlen es. Was wären denn tatsächlich probate Mittel, die jetzt vielleicht schnell wirken könnten, um wirklich die Dieselfahrverbote abzuwenden, weil die kommen. Also nach diesem Gipfel steht es für mich fest, da an den Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in den Städten wird sich nichts ändern. Dieser Dieselgipfel hat es nicht geändert, auch wenn sich die schwarze Null vorne hinstellt und sagt, ja, wir haben alles getan. Nein, hat er nicht. Ne? Wir haben alles getan, um die Fahrverbote, den Fahrverboten entgegenzuwirken. Ganz im Gegenteil, die werden kommen. Da gibt es gar keine Diskussion. Die 25 bis 30% Schadstoffreduktion durch die Software-Updates, die bringt es nicht. Ne? Also das ist Käse. Ja. Ja, was wäre denn sinnvoll gewesen als Maßnahmenpaket? Ja, sinnvoll wäre natürlich gewesen, auf die Hardware-Umrüstung die verpflichtend zu machen für alle diese 5 Fahrzeuge, die verpflichtend zu machen, dass der Hersteller alle Fahrzeuge auf der Straße mit dem zulässigen Grenzwert hochrüstet. Einfach in der Natur der Sache. Und das funktioniert leider halt nur hardwaremäßig, weil ein Euro 5 Diesel hat halt kein AdBlue. Ne? Das schafft man bloß mit dem Euro 6. Ne? Also der müsste eigentlich nachgerüstet werden. Also das wäre halt eine Maßnahme, die jetzt wirklich dazu taugen würde, Fahrverbote abzuwenden. Aber das Problem ist halt ganz einfach, dass wir das jetzt in der Kürze der Zeit auch gar nicht hinbekommen. Also das ist ja schon mal das Nächste. Selbst wenn wir jetzt anfangen würden und alle hochrüsten wollen würden, alle Fahrzeuge, ich meine, das muss ja erst mal entwickelt werden, da müssen die Kids müssen, also Kids nicht Kinder, sondern halt mit Tango. Die Kits müssen erst einmal zusammengestellt werden und dann muss das erprobt werden und dann muss das eine Zulassung kriegen und das ist ein Prozess, der dauert und bis da das erste Fahrzeug dann irgendwo in der Werkstatt umgerüstet wird, da wird ein Vierteljahr mindestens weg sein und dann sind wir schon fast Jahresende. Ne? Also und dann geht es erst los und dann werden sich die Werkstätten auch bedanken und sagen, ne, habe ich gar nicht die Kapazität für, ne, diese riesen Umrüstaktionen für 5 Millionen Fahrzeuge zu machen. Also das funktioniert nicht. Das ist aussichtslos. Und was funktionieren würde, das will aber unsere Industrie nicht, weil sie einfach nicht liefern können. Das wäre, so wie es in Frankreich, eben eine Abwrackprämie für diese dreckigen Fahrzeuge. Aber nur, wenn ich dann ein emissionsfreies Fahrzeug kaufe und nicht, wenn ich einen Euro 6 Diesel kaufe. Weil da kommt dann wieder das Nächste. Ne? Ja.
das wäre ein probates Mittel, wenn man, also in Frankreich zum Beispiel ist es so, wenn ich einen dreckigen, ich glaube Euro 4 oder schlechter Diesel, wenn ich den verschrotten lasse, so wie wir es früher mit der Abwrackprämie auch hatten, wenn ich den verschrotten lasse, kriege ich dann insgesamt 10.000 Euro an Förderung. Und das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Wo dann ein Elektroauto von der Anschaffung her wesentlich günstiger ist als ein vergleichbarer Verbrenner oder also halt ein Benzin oder ein Diesel. Und dann werden die Leute auch das Auto kaufen. Das sieht man in Frankreich. Die Zoe hat Marktanteil im Kleinwagensegment über alle Antriebe hinweg gesehen von 75% oder mehr sogar. Ne, also das muss man erstmal schaffen. Es ist das einzige Auto, was vernünftige Ladetechnik hat und vernünftige Reichweite jetzt hat, mit den 400 Kilometer NEFZ-Zyklus, 300 Kilometer halt real. Und das geht weg wie warme Semmeln. Im Endeffekt kostet die Zoe dann noch, ja, was kostet sie dann? Wenn ich 10.000 Euro kriege, dann bin ich so bei Einsteigermodell 10.000, 12.000 Euro für die Intens. Da kommt nicht mal der kleinste Clio damit durch. Ne? Also ich habe ja schon mal die TCO gemacht. Das ist, glaube ich, auch verlinkt. Das TCO-Video habe ich, glaube ich, in den permanenten Link mit rein. Und da habe ich ja mal durchgerechnet im Vergleich mit dem Clio. Und habe allerdings, und das muss man halt auch sehen, ich habe verglichen eben mit einem gleichwertigen Clio. Und gleichwertiger Clio bedeutet, dass man Automatik schon mal berücksichtigt. Und da bin ich dann auf alle Fälle beim Clio und mit derselben Ausstattung, also auch mit dem A-Link und mit dem ganzen Zeug. Und dann bin ich bei der Ausstattung, mit der Ausstattung beim Clio schon beim Einstiegspreis, was zum Beispiel nach Abzügen der Umweltprämie die Zoe Live kostet. Ne? Das ist in der kleinsten Ausführung. Ja. Mit einem kleinen Abfall. Ne? Und wenn ich jetzt dann noch die 6.000 Euro dann auch noch oder 5.000 Euro dann noch on top bin, dann bin ich selbst mit dem großen Modell günstiger schon mal im Einkaufspreis oder im Kaufpreis, als es die Verbrenner sein können. Jo. Ja, das wäre ein probates Mittel. Das nächste probate Mittel wäre tatsächlich eine Verpflichtung für ÖPNV ab sofort nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anzuschaffen. Das muss nicht gar nicht. Ich erwarte auch nicht, dass von heute auf morgen die ganze Flotte umgestellt wird. Aber man kann doch es festlegen, dass für den öffentlichen Personennahverkehr, wenn Neubeschaffungen sind, die elektrisch oder mit Wasserstoff, also batterieelektrisch oder Wasserstoffantrieb eben ausgestellt sein müssen, um halt emissionsfrei zu sein. Lokal emissionsfrei zu sein. Warum kann man das nicht? London macht es zum Beispiel vor. Ne? In London zum Beispiel sind jetzt, da schon ab nächstes Jahr, glaube ich, Taxen nur noch mit emissionsfreien Antrieb zugelassen werden. Die sagen, nee, gibt's nicht. Kein Verbrennungsmotor fürs Taxi in London. Das kann man bei uns genauso machen. Ne? Also Taxen, ÖPNV, Zulieferfahrzeuge oder Lieferfahrzeuge der Logistikunternehmen, die also die letzte Meile machen, Lieferfahrzeuge der Lebensmittelfirmen, wenn da Neuanschaffungen sind, das kann man alles regulieren. Im Sinne des Klimas. Wie gesagt, das ist aber auch nichts, was jetzt von heute auf morgen kommt. Ja. Das Problem an der ganzen Misere ist, wir sind einfach 7 Jahre zu spät. Das ist einfach das Problem. Hätte man vor 7 Jahren, 2010, wie die EU-Richtlinie in Kraft getreten ist,
schon gleich mal gehandelt, weil es war ab 2010 werden die Grenzwerte überschritten und die Grenzwerte werden nicht wieder ausgeweitet, sondern die werden im Laufe der Zeit natürlich immer strenger. Und bereits vor 7 Jahren sind sie nicht eingehalten worden. Und wieso hat man jetzt 7 Jahre lang warten müssen? 7 Jahre lang, bis ein Gericht dann entscheidet, ja, jetzt macht mal was. Ne? Also das ist, meiner Meinung nach gehören da auch noch strafrechtliche Konsequenzen mit eingeführt für die Leute, die das zu verantworten haben. Also jetzt das rein auf die Autoindustrie zu schieben, das sehe ich nicht. Ne? Also das sind alle schuld. Also das sind die Städte genauso schuld oder beziehungsweise ich glaube, da ist dann das Land zuständig für die Luftreinhaltungspläne. Die zuständigen Stellen, die da einfach an der Wand geschlafen haben, die müssten eigentlich sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, meiner Meinung nach. Gibt es einfach nicht, ne? Ja. Jo, genau, also Förderung von Elektrofahrzeugen, Ausbau des ÖPNV sukzessive Zug um Zug und natürlich ein probates Mittel, damit der damit auch die Leute dann möglichst schnell umsteigen, wäre natürlich auch die Dieselsubvention, die wir auf den Dieselkraftstoff haben, die einfach wegzunehmen. Ne? Also das ist auch ein Punkt, der meiner Meinung nach nicht sein muss. Ne? Ja. Das war so mein Resümee aus dieser Farce-Veranstaltung. Ich hätte mir gewünscht, es wäre ein Geburtstagsgeschenk. Es ist leider nichts daraus geworden. Ja, Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder nach diesem Video. Nicht vergessen, unterstützt mich auf Patreon. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.